So, dann herzlich willkommen bei uns zu Hause. Heute zeigen wir euch ja mal unsere Wohnung oder unser Haus, unser Reihenhaus hier in Chiang Mai, das wir jetzt vor kurzem erst gemietet haben. Am Ende des Videos sage ich euch natürlich auch nochmal die ganzen Kosten, was hier an Kosten eben in Thailand gibt oder anfallen, die monatlich hier eben zu Buche schlagen. Sowas wie Miete, Strom, ja, Telefon und so weiter und so fort, damit ihr da auch mal einen kompletten Überblick habt über die ganzen Kosten, die hier sind. So, gleich wenn man reinkommt, ist hier das Wohnzimmer. Schwer zu übersehen, ne? Hier die Couchtisch und natürlich der Fernseher, der natürlich auch nicht fehlen darf. So, hier auf der linken Seite haben wir ein kleines Büro eingerichtet, wo wir halt eine Menge Papierzeug machen oder eben auch die YouTube-Videos schneiden. So, hier kann man nochmal den Bereich von außen sehen, den wir natürlich gleich auch noch beobachten. Ne? So, hier haben wir eine kleine Fliege. Oha, wir haben hier so einen elektrischen Tennisschläger, womit man Mücken und Fliegen fertig machen kann, wenn man sie denn erwischt. Ne? Show me, Alisa, show me. Zeig mal. Ja, das ist dieser Elektroschock. Ne? Der ist elektrisch. Und die verbrennen dann so ein bisschen die Mücken dabei. Ne? Ja, wie gesagt, Büro, ne? Nicht sonderlich groß, aber für unsere Zwecke reicht das auf jeden Fall. Und? Hast du sie erwischt? Nein. Okay, gut. So, weiter geht es. Essbereich hier. Natürlich. Dann haben wir hier, mach mal Licht an, hier das Gäste-WC. Und wie man hier sehen kann, das habe ich ja auch schon mal in einem Baumarkt-Video gezeigt. Und zwar hier diesen, ja, ich weiß nicht, wie man es nennt, diesen allerwertesten Reiniger hier, ne, nach dem Toilettengang. Das Video verlinke ich euch mal hier oben rechts von dem Baumarkt. Da gibt es allerlei solcher Sachen, die man sich da mal anschauen kann. Wie gesagt, hier oben rechts verlinke ich euch das Video vom Baumarkt. Ne? So, weiter geht es. Dann haben wir hier noch die Küche. Großer Kühlschrank natürlich. Hier so ein kleiner Abstellschrank hier so für Geschirr und solche Sachen. So, die Küche ist auch relativ klein, weil es hier meistens in Thailand besser ist, essen zu gehen. Oder auch billiger ist, essen zu gehen, muss man sagen. Deswegen kocht man hier eigentlich relativ wenig. Ne? Ja, aber hier, so kann man das hier mal sehen. So, hier ist noch mein Brot von gestern, dann mache ich mal eben beiseite. So, hier die Mikrowelle, Toaster natürlich. Ja, Kaffeemaschine darf nicht fehlen, ne? Wasserkocher. So, hier drin gibt es ein Ceran-Kochfeld. Ja, allerdings mit zwei Platten, nicht so riesig. Und darüber natürlich eine Dunstabzugshaube. Ne? So, weiterhin, ach so, hier, weil manchmal so schlechte Luft ist hier in Thailand, haben wir hier einen Luftreiniger, ne, so mit Partikelfilter in Anführungsstrichen. Der filtert also diese PM2,5 kleinen Teilchen aus der Luft heraus, wenn schlechte Luft hier sein sollte. So, gehen wir mal nach draußen. Jo, das ist hier jetzt im Prinzip ja im hinteren Teil von dem Haus auch noch mal ja, so ein Raum, ja, nicht so wirklich Außenbereich, aber ist natürlich hier oben ist es offen. Ja, hier haben wir noch mal eine Waschmöglichkeit hier und hier ein Gasofen mit einer Kochplatte hier. Meistens, wenn wir was kochen, dann machen wir das hier draußen, damit sie im Haus stinkt es dann nicht so und hier. Mit Gas geht ja auch immer wesentlich schneller. Ne? So, das Weitere, was hier interessant ist, ist dieses Riesending hier. Das ist ein Wassertank. Hier ist es so, dass von draußen von der Wasserleitung nicht genug Druck erzeugt wird, um dann eben die Wasserhähne ordnungsgemäß drinnen betreiben zu können oder auch die Dusche. Deswegen wird das Wasser von außen hier drinnen gespeichert. Dieser Tank hat 1500 Liter und wird dann hier über diese
Haus, über diese Hauspumpe oder über dieses Hauswasserwerk wird das dann eben ins Haus über die Rohrleitungen in die Leitung gepumpt bis hin zum Wasserhahn, damit man eben einen gewissen Wasserdruck hat. Hier die Waschmaschine und hier haben wir noch unseren Geschirrspüler, den wir hier natürlich auch oft benutzen, weil wer hat schon Lust abzuwaschen. Ja, das war es eben von hier draußen. Hier oben ist noch das Aggregat von der Split-Klimaanlage, ne? Also diese, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Inverter, ne? Dieser Inverter ist das hier. Geht über die Leitung nach innen natürlich und haben dann hier drin oben natürlich das andere Teil, ne, von der Split-Klimaanlage, was eben die kühle Luft hier in den Raum pustet. Ne? Sowas gibt es hier in jedem Raum. So, dann gehen wir jetzt mal nach oben, zeige ich euch die Räumlichkeiten oben. Sag mal Hallo, Alisa. Hallo. So, jetzt gehen wir mal rauf. Dann zeige ich euch die Räume nochmal oben. Also das Haus hier ist nagelneu. Wir haben Erstbezug gemacht hier in diesem Haus. Das ist also vor kurzem erst fertig gebaut worden. So, hier haben wir das erste Schlafzimmer, ne, mit Kleiderschrank. Hier hat sich Alisa mit ihren Sachen ein bisschen breit gemacht, das ganze Schminkzeug. Ja, sieht noch ein bisschen vollgestellt aus hier. Wie gesagt, wir sind ja vor kurzem erst eingezogen. Müssen wir gucken, wo wir es lassen. Was natürlich hier auch nicht fehlen darf, ist die Klimaanlage natürlich, ne, die es hier in jedem Raum gibt. Und natürlich hier ein großes Bett, ne, für zwei Personen. So, dann haben wir hier ein Badezimmer. Ne, Waschbecken, Toilette natürlich. Und hier haben wir die Dusche. Ja, mit warmem Wassergerät, so Durchlauferhitzer. So, ja, das war das hier auf der Seite. Und das gleiche haben wir auf der anderen Seite nochmal. Das gucken wir uns jetzt mal an. Hier ist das zweite Schlafzimmer. Auch zwei große Fenster hier. Oben drüber natürlich auch die Klimaanlage. Wie gesagt, darf hier nicht fehlen bei den Temperaturen. Dann natürlich das Bett. Da ist noch das Badezimmer, da gehen wir gleich rein. Ja, auch hier Luftreiniger. Und haben wir hier noch einen Fernseher, falls einem abends mal langweilig ist. Ne, Kleiderschrank natürlich. Ja, Badezimmer ist das gleiche hier. Ich hoffe, man kann es noch hören. Hier läuft nämlich immer der Lüfter mit, wenn man das Licht einschaltet. Das ist der da oben. Ja, so, aber das Badezimmer hier sieht so aus. Das ist also fast das gleiche wie auf der anderen Seite, also in dem anderen Schlafzimmer. Dann haben wir hier natürlich die Dusche. Ne? Ja. Das hier übrigens, das hier ist ein Warmwassergerät. Ja, also das Wasser kommt ja unten aus diesem großen Tank. Durch die Wärme hier ist das Wasser sowieso relativ warm. Also so oft braucht man diesen Warmwasserheizer hier nicht. Das ist so eine Art Durchlauferhitzer. Ne? Aber wenn es mal zu kalt ist, kann man den dazu schalten und dann kommt eben noch wärmeres Wasser raus. Ja, hier in Thailand wird es so gehandhabt, dass hier jedes Schlafzimmer auch ein eigenes Badezimmer hat. Und so werden die Häuser im Prinzip auch vermietet oder verkauft. Es wird dann also hier immer geschrieben, drei Schlafzimmer, drei Badezimmer. Und es wird eigentlich kaum so ein Quadratmeterpreis angegeben. Ne? Also es wird nach Badezimmern und nach Schlafzimmern verkauft halt, ne? Oder vermietet. Ne? Also wenn man mich jetzt fragt, hier, wie viel Quadratmeter hat denn das Haus? Kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten, müsste ich mal nachmessen. Steht auch im Mietvertrag eben nicht drinne, steht eben immer auch nur drinne, was ich gerade gesagt habe, nach Badezimmer oder nach Schlafzimmer wird es vermietet. Ne? So, dann zeige ich euch jetzt nochmal den Parkplatz draußen, beziehungsweise ja die Area hier draußen vor der Tür. Ne? So sieht es jetzt hier draußen aus.
Hier ist der Parkplatz von dem Auto. Hier haben wir noch ein paar Wäscheständer. Die Wäsche ist natürlich durch die Wärme hier immer ruckzuck trocken. So nach einer Stunde, anderthalb ist die trocken. Dann ist das erledigt, ne? So, wie gesagt, Parkplatz vom Auto. Hier ist nochmal die Scheibe. So, hier haben wir noch ein paar Utensilien. So ein Mini-Grill hier, wenn wir mal Lust auf ein Barbecue haben. So, und dann haben wir hier noch ein paar Pflanzen stehen, ne? Wo das hauptsächlich ist das Gemüse. Hier Minze, Minze nicht. Ja doch, Minze. Und verschiedene andere. Das ist so ein thailändisches Gemüse. Das hier auch. Ach nee, das hier zwischendrin. Das hier ist zum Beispiel, diese Pflanze hier ist Basilikum hier. Ja, die brauche ich immer für einen Salat oder Nudeln Bolognese zum Beispiel. Ne? Da mache ich immer ein bisschen Basilikum drauf. So, hier in der Zwischen sind ein paar Erdbeeren, die haben wir jetzt geschnitten, die kommen jetzt gerade wieder raus. Und auch das hier ist ein Chili-Baum hier. Hier wachsen also Chilis dran. Kleine, brutal scharfe Chilischoten wachsen hier. Ja, die kommen aber erst noch raus. Hier sind schon so ein paar kleine Knospen dran. Ne? Jo, hier. Auch thailändisches Gemüse, ne? So für eine Suppe oder ja, solche Sachen halt. Ne? Kann man das machen zum Verfeinern. Und hier habe ich noch meinen Rosmarin. Ja, den Rosmarin brauche ich eben ja, für Fleisch oder hauptsächlich Steaks, ne? Wenn man die auf dem Grill macht oder drinnen zum Braten, gibt ja immer ein ganz schönes Aroma. So, ja, genau, das ist eben eine Reihenhausanlage, ne? Hier rechts neben uns ist noch einer und dann geht es hier im Prinzip noch weiter. Ja, hier sind also ja 7 Reihenhäuser nebeneinander. Kommen wir jetzt mal zu den Kosten und zwar sage ich euch die Kosten hier in Thai Baht und in Euro und zum Schluss fasse ich noch mal alles zusammen, die Gesamtkosten auch in Euro. Damit ihr da mal ein genaues Gefühl für habt, was das Leben hier inklusive aller Sachen so kostet. Also, die Miete ist hier 12.000 Baht. Das sind umgerechnet circa 300 € pro Monat, was dieses Reihenhaus hier eben an Miete kostet. Man muss dazu sagen, es geht natürlich billiger, es geht natürlich auch teurer. Das sind eben so die Kosten, die wir hier haben, wo ich eben versuche, ja, so einen gewissen europäischen Standard eben auch hier zu halten. Das heißt also nicht alles wirklich super billig und ich esse natürlich auch westliches Essen, was natürlich hier auch etwas teurer ist. Das fließt natürlich in die Gesamtkosten eben mit rein, ne? Also in die Verpflegungskosten. Ja, zu der Miete, wenn man hier eine Wohnung oder ein Haus mietet, kommen natürlich auch die Kautionen mit dazu, das darf man nicht vergessen. Und das sind hier immer 2 Monatsmieten, die man eben an den Vermieter als Kaution hinterlegen muss. Wenn jetzt hier das Haus 12.000 Baht kostet, dann ist die Mietkaution 24.000 Baht, also ungefähr 600 € an Mietkaution, die man hier hinterlegt hat. Was natürlich keine festen Kosten sind, die jeden Monat auftreten, sondern eine einmalige Sache. Und das Geld beim Auszug kriegt man natürlich auch zurück. Stromkosten. Stromkosten sind natürlich auch variabel. Das hängt nämlich davon ab, wie oft man hier auch die Klimaanlage einschaltet. So eine Klimaanlage hat einen sehr, sehr hohen Stromverbrauch. Und bei mir ist es so, oder hier bei uns ist es so, dass wir die, also wenn wir zu Hause sind, dann auch wirklich jedes Mal benutzen und die läuft auch nachts, weil teilweise gerade jetzt, Anfang des Jahres, so von Februar, März, April, sind die Temperaturen draußen wirklich extrem hoch. Wir haben heute auch wieder 42 Grad draußen im Schatten. Und ja, dadurch läuft natürlich die Klimaanlage auch relativ oft und eben auch nachts. Und das verursacht Kosten bei uns pro Monat von circa, ja, so zwischen 2000 und 2500 Baht an Strom monatlich. Das sind Kosten so bei 55 € pro Monat. Im Gegensatz dazu sind die Wasserkosten hier relativ gering in Thailand. Wir haben also hier pro Monat Wasserkosten von circa 100 Baht. Das ist umgerechnet ungefähr 2,50 € pro Monat, die Wasserkosten, und da ist wirklich alles drin. Das ist Duschen mit drin, da ist Wäsche waschen mit drin, da ist auch draußen der Geschirrspüler mit dabei. Also diese Kosten sind wirklich sehr, sehr gering hier in Thailand.
Als nächstes haben wir den Internetanschluss, also Wi-Fi, das ist ja Glasfaser. Da haben wir Kosten pro Monat von 320 Euro, was ungefähr 8 Euro entspricht. Weiterhin Mobilfunk, also so diese SIM-Karte, die ich hier zurzeit benutze, ja, ist relativ hochpreisig. Es sind sehr viel Gigabyte mobiles Internet eben dabei. Also ich habe hier 40 Gigabyte mobiles Internet und auch Telefonie, Freiminuten in die örtlichen Netze hier, ob das jetzt andere Mobilnetze sind oder eben auch ins Festnetz. Und das bewegt sich hier bei 700 Baht. Das sind umgerechnet ca. 18 Euro. Weiterhin haben wir natürlich Kosten für das Auto, was natürlich hier relativ oft benutzt wird zum Einkaufen oder um irgendwelche Reisen zu machen oder irgendwelche Festivals zu besuchen oder andere Parks oder andere Location. Und da haben wir jetzt Benzinkosten im Monat von ca. 1300 Baht. Was hier eine Tankfüllung für unser Auto entspricht, das sind ca. 33 Euro. Dazu muss man natürlich auch sagen, da geht es natürlich auch wesentlich teurer. Wir haben hier nur ein kleines Auto, wir haben hier einen kleinen Mazda 2, der auch wirklich nur so 5,5 Liter auf 100 Kilometer verbraucht. Und dadurch halten sich die Benzinkosten natürlich in Grenzen. Die Autoversicherung hier beläuft sich bei einer Klasse 1 Versicherung, die wir hier haben. Also das ist im Prinzip so eine Vollkaskoversicherung, mit die sämtliche Schäden abdeckt, ist das alles damit drin. Die beläuft sich im Jahr hier bei 15.000 Baht und umgerechnet auf den Monat sind das ca. 1250 Baht. Und das entspricht in Euro 32 Euro pro Monat für die Kfz-Versicherung hier. Kfz-Reparatur gibt es natürlich auch. Da unser Auto noch relativ neu ist, also der ist jetzt ein bisschen mehr als 3 Jahre alt, hält sich das in Grenzen. Das heißt, wenn man in die Werkstatt muss, fahren wir dahin. Aber nur zum Service, das heißt so Inspektion, Ölwechsel und so weiter und so fort. Das heißt, da haben wir ca. 6.000 Baht Kosten pro Jahr, was dann im Monat ungefähr 12,50 Euro entspricht. Dann als nächstes haben wir natürlich die Verpflegungskosten, die bei mir sich im Monat auf 8000 Baht belaufen ungefähr. Das sind so circa 200 Euro, wobei man da sagen muss, dass da eben Einkäufe drin sind für zu Hause, eben Essen, Getränke, aber eben auch schon Besuche in Restaurants oder wenn man jetzt halt auswärts essen geht. Ja, wenn ich sage essen gehen, das muss ich glaube ich noch mal ein bisschen klarstellen. Da meine ich jetzt nicht in ein 5-Sterne-Restaurant, sondern ich meine ein normales Restaurant. Ein normales Restaurant ist für mich zum Beispiel, es gibt hier mehrere deutsche Restaurants. Eins davon ist zum Beispiel mit einem Buffet, All You Can Eat. Dazu gibt es noch einen Liter Wasser und da kostet das Dinner 280 Baht. Sowas meine ich, oder man geht mal ins Bixi-Restaurant, da kostet eben eine Nudelsuppe mit Fleisch drin, kostet da eben 50 oder 60 Baht. So, das meine ich mit außerhalb von Essen gehen, also in normale Restaurants oder in ein Thai-Restaurant, aber nicht jetzt in also ein super 5-Sterne-Restaurant. Das ist damit natürlich nicht gemeint. So, dann für die Ausländerbehörde hier, mein Visum muss ja jedes Jahr verlängert werden. Für die Verlängerung fallen Kosten von 1900 Baht an, also ca. 160 Baht pro Monat. Und das sind umgerechnet ca. 4 Euro pro Monat für eben das neue Visum. Ja, was wir dann noch haben, ist eben Kleidung. Kleidung braucht man hier ja, sage ich mal in Anführungsstrichen, durch die Wärme eben nicht so viel. Das sind natürlich überwiegend kurze Sachen. Natürlich auch keine Wintermäntel oder sonst irgendwas. Da kann man so pro Jahr ungefähr mit 4000 Baht rechnen. Und diese 4000 Baht wären dann eben 160 Baht pro Monat, was ungefähr 9 Euro für Kleidung pro Monat ausmachen wird. Ja, insgesamt sind das dann ungefähr 30.200 Baht pro Monat, die eben hier an Kosten anfallen. Und das sind ungefähr 760 Euro pro Monat, die man ansetzen kann, um einen, ja, normalen oder in Anführungsstrichen ähnlichen Lebensstil wie zum Beispiel in Europa zu haben oder in Deutschland zu haben. Das ist nicht wirklich viel.
Wenn man jetzt natürlich mit seiner Partnerin hier ist, dann erhöhen sich natürlich die Kosten auch. Die meisten Kosten bleiben eben gleich, was jetzt die Miete oder die Fahrzeugkosten betrifft. Aber was sich dabei erhöht, sind eben gerade die Verpflegungskosten. Wenn man da das Gleiche nochmal draufrechnet mit 8000 Baht, dann sind das da nochmal 200 Euro dazu. Und die Immigration-Kosten, also für die Ausländerbehörde, diese Visumsverlängerung pro Monat, 160 Baht, das wären 4 Euro noch dazu. Und natürlich die Bekleidungskosten, die habe ich jetzt auch nochmal mit 4000 Baht pro Jahr angerechnet, so wie bei mir eben gerade, also 160 Baht pro Monat, das sind nochmal 9 Euro dazu, so dass wir dann also zu zweit nochmal auf eine Summe von plus 213 Euro kommen. Ja, und somit wären wir dann mit zwei Personen hier bei 38.200 Baht, was ungefähr 970 Euro entspricht. Und das ist natürlich auch eine Summe, die man in Deutschland oder Österreich oder der Schweiz zu zweit natürlich auf gar keinen Fall erreichen kann. Insofern ist das Leben hier schon wirklich wesentlich günstiger. Ja, dazu muss man natürlich auch ganz klar sagen, dass das hier die Preise vom Norden sind, in der Region Chiang Mai. Wenn ihr jetzt natürlich in Phuket seid oder in anderen Touristen-Hotspots, dann sind die Preise natürlich wesentlich anders. Dann könnt ihr ganz schnell mal bei den Doppelten von den Kosten sein. Das wäre dann also dort auch keine Seltenheit. Also wie gesagt, das sind hier die Kosten aus dem Norden von Chiang Mai. Ja, jetzt habt ihr mal einen Einblick in unsere Kosten hier bekommen, wie wir leben, wo wir leben und natürlich auch die monatlichen Kosten, die wir hier haben. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ja, lasst bitte ein Like und ein Abo da und natürlich die Glocke aktivieren. Dann könnt ihr keins mehr von unseren Videos verpassen. Und ich sage für heute, ciao, ciao, bye, bye, bis zum nächsten Mal.